Wir haben hier gerade ein richtig kleines Schmuckstück entdeckt. Steht erstmal ein Auto. Kofferraum, ja. Und dann ist eine Leiche drin. Ja, Leute, das schüttet aus Eimern. Ihr hört es wahrscheinlich selber schon. Ja, Dächer sind ein bisschen undicht. Ja, ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt gerade gar nicht, was das hier eigentlich für eine Location ist. Ob es irgendwas mit Bahnverkehr zu tun hat oder eine alte Lagerhalle. Und was sehen wir denn hier? Ja, noch einen alten Ordner. Vielleicht haben wir ja irgendwo, wenn wir Glück haben, ein Datum drauf. 89. Hier haben wir einen Kalender von 93. Das ist auch immer ein cooler Anhaltspunkt, um so zu gucken, wann quasi das Ganze verlassen worden ist. So, was haben wir hier Interessantes? Eine Presse. Ja, dann. Also quasi eine Art Abfüllstation. Ja. Im Inneren sieht man noch schön die Zahnräder und alles. Nochmal ein kleiner Blick nach draußen. Bommel erspäht schon eine Dampfmaschine. Im Hintergrund auch noch eine alte Waage. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Büro. Oben hängen irgendwelche interessanten Bilder. Scheint auf jeden Fall recht groß zu sein, das Gelände. Da hinten geht es auch noch weiter. Was haben wir denn hier Feines, Leute? Die übelsten Kessel. Und hier auch eine. Was ist denn das? Wolle? Wolle oder sowas, ne? Guck mal hier, das ja. Sind richtig die Zacken hiervon. Das ist eine Kämmmaschine wahrscheinlich, oder? Irgendwie sowas. Oh Leute, guckt euch diese Kessel an. Mega. Erinnert mich an diesen einen Film mit Will Smith, Wild Wild West oder sowas. Wo sie auch diese ganzen Steampunk-Zeug hatten. Oh, ah, hier. Krass. Ja, hier haben sie anscheinend Wolle verarbeitet. Es hat schon was mit diesen ganzen Druckanlagen und irgendwelchen Rädchen und sowas finde ich wieder geil. Hier steht irgendwie alles noch drin. Allein diese ganzen Rädchen, selbst hier überall, da hinten. Der ganze Boden ist voll. Was macht Bommel da drüben? Es ist übelst laut. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ganze irgendwie im Betrieb war und hier überall irgendwie was gepfiffen hat, überall Dampf rauskam, war bestimmt auch ordentlich Lärm hier drin in der Butze. Anzeigen am. Hier wird es auf jeden Fall nochmal richtig fancy. Guckt euch das an. Alter. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Schmuckstück hier. Hier Wolle in einem riesen Holzkorb, Strohkorb oder sowas. Es hat schon ein bisschen was von Museumscharakter. Aber halt nicht so, sag ich mal, aufgeräumt und fein geputzt, wie man es im Museum kennt, sondern halt einfach so, wie es in echt mal war. Dreckig, keimig. It's raining. Ja, das ist alles Wolle. Und es geht weiter. Alter. Auf jeden Fall ein schöner Fotospot. Tada! Das
gehen hier. Das scheint nämlich halt ein Kessel zu sein, oder? Ja. Heizhaus, Heizkessel oder sowas. Also sowas finde ich übrigens auch immer richtig geil, wenn die dann so vorne lang wachsen. Irgendwie sieht es aus wie ein Gesicht. Mütze, oben ein Haarbüschel, zwei Augen, unten der Mund. Oh, happy day, oh, happy day. Ja Leute, ihr seht selber, was hier noch alles drin steht. Manche Feuerlöscher, manche, weiß ich, Drechselbänke oder so. So eine ganz große für Metall wahrscheinlich. Hier, Schweißermaske, geil. Luke, ich bin dein Vater. Hier noch komplettes Lager mit Schrauben. Riesenbohrer. Ist auf jeden Fall ein Schmuckstück, der Lost Place. Bäume hängt schon wieder bei Instagram drin und postet irgendwelche Selfies. Instagram geht halt immer. Hier noch eine alte Waage im Hintergrund. Und hier auch noch diese ganzen Säcke mit Wolle fallen. Hier im Hintergrund noch da, da. Hier drüben noch so ein Regal, wo noch welche stehen. Das Gelände ist auf jeden Fall echt riesig und hinter jeder Ecke lauert das nächste Gebäude, Fenster, Hof. Jetzt scheinen wir hier in irgendeinem Labor zu sein. Peroxide, Alkalinite, ja, Chemie war nie so meins. Und wer macht wieder Instagram-Selfies? Jetzt hab ich hier für Schnodder drauf, ey. Wir haben hier gerade ein richtig kleines Schmuckstück entdeckt. Steht erstmal ein Auto. Findet man auch nicht allzu oft. Die Tür. Ja, ist abgeschlossen. Kofferraum, ja. Und dann ist eine Leiche drin. Ja, krasses Ding. Also hier ist direkt eine Luke. Wirklich kein Millimeter. Das war mein Stativ. Hier wieder viele Anlagen und welche Maschinen, welches Material, welche chemischen Laugen oder was auch immer da drin ist. Ja, und hier ist auch schon wieder Ende. Es lässt sich nur so ein bisschen erahnen, was hier alles noch schlummert. Wir werden mal weiter vorne gucken, vielleicht finden wir noch einen anderen Eingang. Schauen wir mal. Und mir geht erstmal vor ein bisschen gucken, ob man noch weiterkommt. Ich komme mit meinem Rucksack gar nicht so einfach da durch. Ja, im Hintergrund gerade irgendwelche Polizeisirenen gewesen. Da wird es dann etwas spannend. Nicht.
Da wird man auf jeden Fall etwas vorsichtiger. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir wieder. Bis dann. Ciao, ciao.